Hey meine Freunde und willkommen zurück zur zweiten kleinen Folge. Wir haben jetzt schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wir haben ein bisschen Erde vordefiniert, wo dann später der Burggraben hin soll. Es kommt auch der erste Hausierer und ich habe schon mal den ersten Stein gesetzt. Also es geht noch nicht so, wie ich es mir vorstelle. Deswegen haben wir ein bisschen was jetzt geändert. Wir werden jetzt die Bauzone hier erweitern. Das bedeutet, hier werden wir weiterhin Gebäude bauen. Und hier machen wir dann eine zweite Etage. Und hier kommt ein großes Lager und ein großes Lager mit einigen Werkstätten, die hier dazu kommen. Hier Werkstätte und hier Werkstätte, die dann hier runtergehen. So quasi hier im Vorhof werden dann die ganzen Werkstätte sein und dann wird es eine Treppe, einen Gang nach oben geben. Und von hier unten geht dann ein Gang später irgendwann hier runter und dann über den Burggraben. Das wird der Haupteingang. Dann geht das dann hier durch, dann geht das hier hoch. Und dann hier wird auch ein Teil kommen, das heißt, hier werden wir noch ein bisschen wegmachen. Wird dann hier auch ein Teil kommen, wo man dann hier quasi durch so ein Stück Burg geht. Und dann wird es dann hier einen Weg rüber geben über einen Kanal. Und dieser Kanal wird dann hier runterführen und dann unten nach oben, wo der Bergfried ist. Das heißt, hier müssen wir auf jeden Fall ein bisschen auffüllen. Das wird viel Arbeit, Freunde. Und jetzt haben wir schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wir haben unseren schlachsigen Hausierer hier, aber ich weiß gar nicht, wir haben doch gar nichts, was wir verkaufen können. Wir haben auch schon mal die Tätigkeiten ein bisschen verteilt. Und jetzt müssen wir mal gucken, wer ist gut im Reden. Schauen wir einfach mal. 10. 5. Und 0. Toshi kann nicht quatschen. Sehr gut. Hab ich mir gar nicht vorgestellt. So. Wir haben keine Goldmünzen. Aber ich habe hier diese hässlichen Ahornsetzlinge, die verkaufen wir mal. So. Was sind das? Kräutersetzlinge haben wir auch. Die Kühe behalten wir aber. Und den Kadaver verkaufen wir. Oh, wie viel Goldmünzen? Es gibt 21. Sie hat aber nur 9. Also, was machen wir? Wir könnten ein bisschen Wein kaufen. Was haben wir denn hier? Hier haben wir nur 1. Als eine Falle. Sonst haben die nicht viel. Und Gerste. So, passt. Warum nehme ich die Gerste? Weil wir ein erstes Feld hier hinsetzen können. Machen wir hier unten dann ein Gerstenfeld hin. Was wir alles noch gar nicht machen können. Also bauen wir jetzt erstmal den Basisforschungstisch. Guck mal, wie klein die Räume hier sind. Das ist viel zu klein, Freunde. So, wir bauen ihn jetzt erstmal hier hin, damit wir den haben. Salz. Was brauchen wir dafür? Ja, Holz. So, Feldholz, meine Freunde. Und dann müssen wir das hier auf jeden Fall vergrößern. Gar nichts. Ich habe gedacht, hier oben können wir Schlafkabinen machen. Wisst ihr, so Schlafplätze mit dem Ausgang nach außen. Aber geht ja gar nicht. Ich würde sagen, wir müssen das 2 nach draußen ziehen.
da machen wir dann alles so schnell. Müssen wir das nicht nochmal umbauen später. Oh. So, hier die Holztür. Dann haben wir das schon. Echt? Den können wir angeln. Brauche ich aber erst einen Herd, wo wir das dann alles kochen können. Und dafür müssen wir diesen ganzen Boden hier wegmachen. So, Holz sollten wir bald genug haben. Edler verlässt die Siedlung. Ist nicht schlimm. Wir haben alles, was wir wollten. Wie viele Steine haben wir eigentlich noch? 200. Ja, das reicht für die Grundmauer. Da kommt noch eine schöne Kalksteinmauer rein. Ja, das war klar. Dass die Kühe da reinfuttern. Toshi, muss hier nicht was bauen? Geht doch. Jetzt können wir überlegen, ob wir die hintere Holzmauer lassen. Die stört am Ende irgendwie keinen. Ah, ich weiß nicht. Hier werden wir auf jeden Fall eine Steinmauer setzen. Werden wir aber hier auch eine Steinmauer setzen? Ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, das wird dann später wieder zu krass mit den Steinen. Dann werden wir nicht genug Steine kriegen, Freunde, um das alles zu bauen. Wir lassen jetzt mal die hintere Holzmauer da. Hier ist eigentlich egal. Holz oder Stein. Kutberg und Toshi sind jetzt Freunde. Nice. Endlich. Unser erster kleiner Freund. So. Toshi baut jetzt hier gleich das Ding. Ich weiß nicht warum. Aber ich das als Dings gemacht habe. So, wir haben jetzt endlich das Forschungsteil. Jetzt können wir uns mal in Ruhe hier umgucken, was alles neu ist. Wir haben jetzt Krankenbett, was wir machen können. Schön. Landwirtschaft. Terraforming. Erde. Kostet 5 Erde und einen Hang. Dann beenden wir das hier. Dann machen wir noch die da und die anderen lassen wir. Dann können wir das hier doch mit Erde auffüllen. Und das genauso bauen, wie ich es mir am Anfang gedacht habe. Aber ihr müsst Terraforming erst entdecken. Okay, das wusste ich nicht.
Aber man lernt doch dazu. Ich meine, es gibt so viel Neues, seit wir das letzte Mal gespielt haben. Dann wird das hier oben die Bibliothek. Nee, ich glaube, ich bleib dabei. Das hier wären die Schlafräume. So, passt, läuft. Guckt euch das an, Freunde. Dann haben wir hier sogar schon unsere ersten beiden Verteidigungstürme hier vorne. Minimal klein, aber passt schon. So, wenn wir jetzt die Zinn nämlich da später platzieren. Sieht das dann am Ende ganz gut aus. Seht euch das an. Sieht schon fast aus wie eine Burg. Mit dem ersten Gebäude. Ja, jetzt müssen wir noch die unteren Dings wegmachen. So. Und da oben machen wir dann schön unsere Schlafräume hin. Eigentlich könnten wir sogar schon. Ah, lass mir das. Lass mir das mal so. Könnten wir auf jeden Fall schon mal. Hey, ich war ja, alles klar. Hier können wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen Erde rausziehen. Die können wir dann später fürs Terraformen nehmen. Wie viel Essen haben wir noch? Wir haben noch ein bisschen Gerste und ein bisschen Johannes. Das heißt, wir brauchen mal wieder was zu futtern. Eine Küche müssen wir auch dringend mal bauen. Also zuallererst. Ja, wie bauen wir die? Hier kommt ein Weidenbett. Schlägt das Liegen im Heu, ist aber noch nicht rudimentär und nicht das bequemste Bett. Ich will auf jeden Fall Betten, Schlafzimmer für jeden machen. Da kommt eine Wand, da kommt das nächste Bett. Da kommt dann, vielleicht auch nicht. So viel Platz brauchen die ja nicht. Boah, ist schon viel zu viel Platz für die Leute. Sparen wir das für die 10 jetzt erstmal. Das heißt, da der Raum eh schon so groß ist, könnten wir auch das bisschen verkürzen. Ist immer noch groß genug für die Leute. Alles klar bei dir? Ich war ja. So. Lass uns mal weiter gucken. Fenster, ja. Fenster, ja. Das verlagern wir nach draußen. Kommt. Fenster,
Oh, das wird nicht passen. 1, 2, 3, 4. Oder wir kriegen die anders hin. Ein Bett braucht 3, ne? Wie machen wir das am besten? Das ist eine gute Idee. So machen wir das. Damit können wir den Raum vielleicht ein bisschen effizienter nutzen. An die Wand. Gang. Wand. Hier kann man jetzt noch ein Fenster hinsetzen an jeder Seite. Ah Mann, sowas habe ich gedacht. Und hier kommt wieder ein Fenster an jeder Seite. Da kann man dann auch ein Fenster hinsetzen. Man, da hat jeder schon sein eigenes Schlafzimmer. Ist das nicht cool? Klein, aber fein. Und hier müssen wir uns was überlegen. Eigentlich easy. Der kommt weg. Die versetzen wir einfach um eins. So, die Schlafzimmer sind fertig. Sechs Betten. Also das sollte erstmal für den Anfang reichen. Meint ihr nicht, Freunde? So, dann haben wir das Thema schon mal. Jetzt brauchen wir Stein. Also müssen wir anfangen, einen Steinbruch zu bauen. Wo können wir effizient einen Steinbruch in der Nähe bauen? Da ist Lehm, da ist Kohle. Hier ist Salz, ne? Hier hinten hätten wir Kohle und Stein, aber nicht viel. Sehr wenig Stein. Lehm, hier ist felsiger Boden. Da könnte Stein drunter sein, muss aber auch nicht. Und hier ist immer noch Salz. Wir haben zwar genau da, wo wir unsere Burg bauen wollen, Eisen, aber... ja, das ist doof. Dann fluten wir unseren eigenen Raum. Ist mir wohl überlegt, jetzt alles machen. Hier hinten ist noch Vieheisen. Und Kohle. Stein. Ist weit weg. Können wir mal anfangen. Wir füllen das dann später mit Erde auf.
Erlösung, Philosophen der natürlichen Ordnung. Bodin behauptet, er sei vor der Meute wütender Philosophen geflohen. Sie hätten ihn wegen reduktiver Argumentation und epistemologischer Skepsis verprügelt. Ich weiß nicht, wovon sie sprachen, aber sie haben nicht locker gelassen. Wirst du ihm einen Bleib anbieten? Auf jeden Fall. Einwohner von Rheintor beschlossen, ihm zu helfen. Ding. Ein Mann mehr, aber ein bisschen K.O. ist der Trial. Was kann er denn? Er kann Botanik. Ja, pass auf, da machen wir Folgendes mit dem. Nimmst jetzt eine Nahkampf-Zweihandwaffe. Und hast du keine Schilde. Und dann machst du Helm und Rüstung. So. Und an Tätigkeiten. Er wird Bergarbeiter. Schneiden lassen wir mal auf die 4. Klingt das gut? Passt. Klingt sehr gut. So. Schade, dass wir echt keinen Stein in der Mitte haben. Felsiger Boden, da könnte natürlich Stein sein, muss aber auch nicht. Das ist hier echt unsere beste Chance. Wir brauchen auch noch für unsere unsere Kühe eine Bleibe. Ein Suchtrupp trifft ein, in 20 Stunden Mahlzeitzubereitung fehlt. Ja, eins hat man an. Danach haben wir jetzt erstmal hier wunderschöne Betten. Nicht erreichbar. Aber die hauen ja schon wie bekloppt da rein. So, er ist genesen. Aber wer sollte auf jeden Fall aus dem Lager sich schon mal den hier nehmen. Wenn die angreifen, sollte er vorbereitet sein. Ja, unsere kleine Burg wächst. Wenn man überlegt, das ist das erste Gebäude. Aber wenn, machen wir es richtig. Könnte man schon mal hier Fallen bauen. Wir haben mehr als genug Zweige dafür. So, als nächstes bauen wir mal hier ein Lagerfeuer. Ja, da vielleicht nicht, aber hier können wir es hinmachen. Und eine kleine Schlachtbank. Ist ja nur übergangsweise, damit wir zumindest mal ein bisschen Essen kochen können. Ihr baut jetzt erstmal das Lagerfeuer. Gemüse. Davon bauen wir, bis wir 10 haben. Und so 10 essen. Für immer.
So, da müssen wir nichts bereuen. Aber Freunde, die Folge ist auch schon wieder vorbei. Ey, das geht wie im Flug, Freunde. Schön, dass ihr wieder in der neuen Staffel dabei seid. Gerne liken, abonnieren, wenn ihr mehr sehen wollt. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also gerne wieder einschalten und bis dann, euer Toshi. Ciao.